Grund zur Freude hatten jetzt die Erzieherinnen, Eltern und Kinder im DRK Kindergarten Wolkenland. Nach rund einjähriger Bauphase wurde der neue Kindergarten eingeweiht. Wir haben begonnen damals mit zwei Gruppen, mit einer Zwei-Gruppen-Einrichtung. Jetzt dann waren es drei Gruppen und seit dem Sommer sind wir sogar auf vier Gruppen angestiegen. Im Grunde hatten wir eine richtig große Großbaustelle. Wir haben eine neue Gruppe mit neuem Nebenraum, einen Lagerraum, drei Schlaf- und Ruheräume, einen neuen Wickelraum, eine große Küche, die unbedingt nötig war, eine Personalgarderobe. Genau, also eigentlich rundherum grunderneuert. Leiterin Monika Pieper machte in ihrer Ansprache deutlich, wie schwer es durch die Einschränkungen während der Bauphase oftmals gewesen sei, weiterhin einen guten Job zu machen. Es war eine ganz schön abenteuerliche Reise. Eine Zeit, in der uns die Turnhalle fehlte, in der uns Parkplätze fehlten, in denen es auch mal Knöllchen gab, in der wir halt keine Küche hatten. Nach einem Jahr allerdings bieten sich uns Rahmenbedingungen, die es ermöglichen können, die faszinierende Welt des Kindergartenalltags mit 80 Kindern und durchschnittlich 60 Mittagessen täglich besser gestalten zu können. DRK-Vertreter Franz Josef Teule bedankte sich im Namen des Trägers bei den Erzieherinnen für ihre Geduld. Der Umbau habe sich gelohnt. Finanziert wurden die Baukosten durch verschiedene Investoren. Einmal gab es Gelder vom Landwirtschaftsverband Münster. Dann hat die Stadt aus ihrem eigenen Etat Geld dazu gegeben und der Ortsverein Dülmen hat sich selbst daran beteiligt. Hier am Haverland in Dülmen ist immer schon eine sehr große Nachfrage gewesen und wir können dieser Nachfrage gar nicht gerecht werden. Wir haben in diesem Jahr mehr als 50 Anmeldungen und können aber leider nur ca. 13 Kinder nehmen. Stellvertretende Bürgermeisterin Annette Holtrup überbrachte die Grüße der Stadt Dülmen. Sie freute sich über den gelungenen Umbau und wies dabei auf die gute Ausstattung in allen Kindertageseinrichtungen hin. Als Stadt Dülmen sind wir stolz auf unsere Einrichtungen. Wir haben 21 Kindertagesbetreuungsstätten und in nahezu allen ist gebaut worden. Kindergartenkind Malte durfte das Band durchschneiden und gab damit den Weg zur Besichtigung der neuen Räume frei. Die Kinder haben die neuen Räume bereits ausgiebig getestet und sind, wie ihre Eltern, begeistert vom Kindergarten Wolkenland.